Ich erinnere mich noch genau, als ich ein kleiner Junge war, hat es an der Tür geklingelt, meine Mama macht die Tür auf, steht ein Staubsaugervertreter vor der Tür. Mein Vater mochte die überhaupt nicht, der konnte die, aber der war nicht da, der war zur Arbeit. Mama hat ihn reingelassen, der hat seine Vorführung gemacht, hat die ganze Wohnung gesorgt und dann hat Mama gesagt, kaufe ich nicht. Und dann ist er wieder abgehauen und natürlich so eine Fluppe gezogen. Ja, Staubsauger haben mich ein Leben lang begleitet und ich habe auch schon nicht nur viele gehabt, sondern ich habe auch sehr viele schon verkauft im Teleshopping. Und wir stellen Ihnen heute einen vor, der ist absolut top, muss ich einfach sagen. Ist das bei dir genauso? Ja, ich finde unseren roten Staubsauger ideal, gerade wenn Sie jetzt zu Hause vielleicht viele Milben, Pollen, alles Mögliche fliegt da rum. Oder Sie haben vielleicht Kinder, die überall den Salz verstreuen oder den Zucker. Dann haben wir jetzt hier für Sie die ideale Lösung. Das Ganze ist beutellos. Das bedeutet, Sie brauchen keine Staubsaugerbeutel mehr kaufen, die sehr, sehr teuer sind. Richtig. Und diese Beutel, die stauben ja immer rum und Milben rum und alles. Ne? Und dann nimmst du die raus und pff, geht das wieder los. Kannst du wieder von vorne saugen. Also keine Sackverschmutzung, die gibt es nicht mehr, sondern wir haben hier einen beutellosen. Sie haben Geld gespart, Sie müssen die Beutel nicht kaufen, Sie müssen die Beutel auch nicht wechseln. Denn der Schmutz kommt wo rein? In unseren in unser Auffangbehälter. Das sind zwei Teile. Wir haben auch gelbe Aufsätze, wie Sie hier sehen können. Mhm. Und wenn es beim Maximum hier voll ist, dann können Sie... Sieht man dann ja auch. Man kann ja den Dreck sehen. Ja, ne? Genau. Das Schöne ist aber, Sie haben die ganze Zeit konstant volle Saugleistung, nämlich 2000 Watt. Mhm. Und es sind auch verschiedene Filtersysteme vorhanden, ein doppelter HEPA-Filtersystem, also ideal für Asthmatiker, aber auch für Allergiker. Mhm. Das werden Sie sehen. Und das ganz einfach, wenn Sie es ausleeren möchten, kommt es in die Biotonne. Also, ganz umweltfreundlich. Also Deckel ab, ne? Deckel wird dann abgenommen. So, gucke mal, den Schmutz einfach wegschütten in den Müll und dann wieder ausspülen. Und dann haben Sie es immer hygienisch sauber. Ein weiterer Vorteil, hygienisch sauber. Der Staubsauger ist geeignet für alle Böden, für Teppiche, für glatte Böden, für Steinböden, für Parkett, alles, was Sie haben. Stimmt's? Richtig, genau. Saugst du denn selber oder lässt du saugen? Kommt darauf an. Also ich sauge sehr, sehr gerne selber, weil ich habe ja auch ein ideales Produkt, was immer gut saugt und wo man Spaß hat beim Saugen. Das heißt, auch durch die Reifen, die ja gummiert sind, hat man die ideale Möglichkeit, den Staubsauger überall mit hinzunehmen. Mhm. Wir haben auch ein langes Kabel, was ich auch wichtig finde, dass man nicht immer umstecken muss. Wie lang ist das Kabel? 450 Zentimeter. Ja, das wäre gut, ne? Also 4,50 Meter ist schon sehr, sehr gut. Ja. Ne? Guck mal, und hier haben wir den ersten Filter. Da klickt man einfach nur hier drauf und dann können Sie den rausholen. Und den kann man auch auswaschen. Sie müssen also keinen neuen kaufen. Das ist Kunststoff hier, dieser Filter. Das ist auch der normale Staubfilter, den man hat. Aber wir haben ja über Allergiker gesprochen. Und auch da gibt es einen zusätzlichen Filter, der ist hier oben drin. Den zeigen wir dir jetzt mal. Ich will das nur schnell wieder hier drauf machen. So. Ja. Das ist alles ganz einfach zu bedienen. Gehst du da rein. So, dann Knopf drücken. Richtig. Mach mal. Genau, Knopf drücken. Knopf drücken, so, rausziehen. Hältst du fest? Rausziehen. Ja. Ja. Was ist los? Knopf drücken, rausziehen. So, da hat er. Und dann drehe ich es mal hier rein. Da haben Sie hier eine Schublade, sage ich mal. Sieht aus wie eine Schublade. Und da ist er drin, der Allergikerfilter. Das ist ein HEPA-Filter. Auch den können Sie abwaschen, meine Damen und Herren. Denn man hat ja meistens Folgekosten bei Staubsaugern. Bei diesem ist das nicht so. HEPA-Filter wieder rein, Kanne wieder drauf. Ja, so machen wir das. Zubehör gibt es natürlich auch, denn Sie haben eine Düse. Ja, mit dieser Düse. Ja. Und dann haben Sie hier noch eine Düse, wo man nicht so reinkommt, in die Schlitze und so. Auto beispielsweise. Ja, für die Fugen ideal geeignet. Fugen, genau für die Fugen. Und hier haben wir eine Aufsatzbürste. Da können Sie wirklich alles aufsaugen. Hat ja Beethoven auch schon gesagt, ne? Seine Fugen. Ja, ja, richtig. Gut. Okay, so, das legen wir mal beiseite. Ja. Jetzt haben Sie sagen natürlich, Mensch, wo ist denn die Teleskopstange? Die habe ich mal beiseite getan, weil die ziemlich mächtig ist. Mhm. Ja. Und hier haben wir sie dann. Und die wird einfach... Hallo, was machst du da? Ja, ich versuche das nochmal aufzusetzen. Ja, das ist doch kein Problem. Einfach unten aufsetzen und dann oben einklicken. So, reinklicken, super, so einfach ist das. So, jetzt haben wir hier ein Löchlein. Schauen Sie mal, da wo ich meinen Finger reinstecke, da ist das Löchlein. Und da kommt auch, mach mal, unser Staubsauger rein, das Rohr. Ja, unser Teleskoprohr. Und den können Sie natürlich parken. Hier haben wir eine Parkmöglichkeit und dann steht er. Wenn wir jetzt mal mit der Kamera so langsam hochfahren, dann sehen wir die Teleskopstange und den Griff natürlich auch. So sieht das auf dem Tisch aus. Haben Sie natürlich zu Hause nicht, sondern Sie haben den auf dem Boden. Und wir werden jetzt mal aktiv.
Aber kennst du das, wenn der jetzt im Putzraum steht und normalerweise hat man ja nicht so einen tollen Auffang... So ein Parker. Parker, genau, richtig. So kann man es auch... Auffangparker. Genau. Dann kommt einem immer diese Teleskopstange entgegen. Ja. Und hier hält es super fest und das ist sehr praktisch. Ach, ich habe doch was vergessen. Wenn du mal die Stange hältst... Ja, die halte ich. Da, hier, da können Sie Minimum, Maximum einstellen. Der hat also eine höhere Saugleistung, wenn Sie höher einstellen. Dann hat er hier den An- und Aus-Knopf. Da ist er, der An- und Aus-Knopf. Und hier hat er noch einen Knopf. Der ist für die für den Stecker, für das Kabel. Halt mal fest. Ja, ich halte fest. Ich mache jetzt mal 4,50 Meter raus hier. Das ist eine Menge. Ja. Da muss ein Matrose lange für ziehen. Ja. So, guck mal. Da ist er jetzt. Wenn du jetzt auf den Knopf drückst, dann kommt das Ding zurück. So. Mach mal, noch weiter. Drück. Ja, habe ich. Ja. Und der bleibt auch nicht. Du musst schon. Ja, ich habe gedrückt. Einfach festhalten. Ja, au. Ja, ich habe immer Angst, dass der mir gegen die Finger kommt. Ist kaputt, der Finger? Nein, alles schön. Ja? Okay. Nicht verletzt. Also, wie gesagt, normalerweise geht man da mit dem Fuß drauf. Aber wir müssen Ihnen ja hier was zeigen und das wollen wir auch gerne machen. Genau. Jetzt zeigen wir Ihnen mal, wie er funktioniert. Du hast ja immer noch die Stange in der Hand. Ja, richtig. Ich kann mich nicht trennen von diesem Staubsauger. Ja, und hier haben Sie auch ideal zum Tragen. Wir tragen Griff. Genau, soll ich ihn dir rüber tragen? Nee. Brauchst du nicht. Wir haben ja einen da stehen. Ach so. Ja, also einen Staubsauger. Mensch. So, okay. Hier machen wir nochmal die Düse hin, die Sie ja mitbekommen. So, ja. Ich hoffe, dass es jetzt für die Kamera... Kann ich mal die Kamera 4 einmal haben? So. Ja, ist doch gut, ne? So lassen wir es stehen. Das nehmen wir noch weg. Ja. Und dann gehen wir rüber zur Tat. Darf ich für dich saugen? Oh, sehr gerne. Ja, wir haben hier mal was vorbereitet. Einmal glatte Böden. Das ist hier unser schöner Schieferboden. Dann haben wir einen Teppich vorbereitet. Und da sind so Perlen, so Schmuckperlen drin, kennen Sie bestimmt. Dann haben wir Pfefferkörner drin. Das Dunkle, was Sie sehen, sind die Pfefferkörner. Dann sehen Sie vielleicht auch Büroklammern, was da so blitzert. Ne? Um einfach mal zu zeigen, dass der auch grobe Sachen gut im Griff hat. Wir fangen jetzt mal an mit den glatten Böden. Ich mache ihn dann mal. Oh, wieso hatten Sie den? Kannst du mit dem mal groß machen? Ja, das wollte ich extra vorführen. Oh, ja. Und zwar, Sie halten einfach hier den Griff fest. Ja. Als Beispiel. Und dann können Sie das verstellen, die Teleskopstange. So. Das heißt, damit Walter... Zieh mal ganz raus. Ist er ganz raus? Ja, der ist ganz raus. Ist ganz raus. Damit Walter auch richtig schön saugen kann. Dann ist er richtig für mich, ja. Und falls du mal festhängen bleiben solltest, hast du oben auch noch mal einen Griff. Ja, das Übliche kennen Sie natürlich auch hier, diese Düse, die man umstellen kann. Die hat hier eine Gummilippe übrigens. Eine Gummilippe wäre mir ja nicht so recht, wenn ich die hätte. Dann haben wir hier, wenn wir hier, guck mal, mit dem Fuß drauf, klack, dann kommen hier diese Borsten raus. Und das heißt, jetzt ist das für glatte Böden genau das Richtige. Genau. So, jetzt zeigen wir es mal, was er kann. Der ist nämlich super drauf. Achtung und los geht's. Ah. Wow. Hä? Guck mal, mit einem Rutsch ist alles weg. Guck dir das an. Na? Ist doch klasse, oder? So, jetzt trete ich einmal hier drauf, um auf den Teppich zu kommen, denn dann ist das glatt hier unten drunter und dann hast du ja hier diese roten kleinen Bürstchen, die tatsächlich die Flusen richtig rausholen aus dem Teppich, die den Floor sozusagen richtig schön pflegen. Und los geht's mit Büroklammern, mit Pfefferkörnern, mit Schmuck und mit Perlen, meine Damen und Herren. Einmal durch. Wow. Hörst du das? Ja. Hörst du das, wie er das nimmt? Ich höre das. Das ist doch der Hammer, oder? Guck mal, der ganze Teppich, den nimmt er mit. Der ist sowas von stark. Unglaublich. Aber wir können natürlich auch auf Minimum, kein Thema, ich mache so die halbe und dann hat er immer noch eine starke Saugkraft. Guck dir das an. Wow. Immer noch. Bitte. Ja. Und selbst die Büroklammern, er nimmt sie einfach mit und er lässt sie nicht mehr los und er schluckt sie alle. Ist das nicht herrlich? Komm, die nehmen wir auch noch mit. Ja. Jetzt braucht er doch ein bisschen mehr Power hier. Oh. So, damit er die auch noch mitnimmt. Das regt mich natürlich auf, wenn der ganze Teppich geht mit. Guck dir das an. Ja, super. Ist das herrlich? Ja. Wir wollen auch nicht mogeln, wir nehmen alles mit. So, ja. Da sind noch zwei. Und da machen wir auch noch den Rest. Da gehen wir drüber. Guck dir das an. Herrlich, ne? So muss das sein. Alles mitnehmen, mein Lieber. Alles mitnehmen. Und dann bleibt auch nichts mehr über. Und da macht das Saugen natürlich wieder richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn ich Ihnen noch mal sage, meine Damen und Herren, dass es für Allergiker, für Asthmatiker genau der richtige ist. Denn der ist einfach hygienisch sauber. Super. Ja, danke, danke, alles danke. Blitzeblank. Ja, unglaublich. Aber den Applaus verdient ja unser Staubsauger. Ja, richtig. Und geh mal auf die andere Seite. Und deswegen sollten die lieben Zuschauer jetzt zugreifen.
sich die Bestellnummer notieren und bei uns anrufen, damit sie sich den sichern, weil nachher ist er ausverkauft und dann ärgern sie sich vielleicht. Und das Schöne ist, sie sehen den Dreck da drin, kippen ihn einfach aus, gehen unter klares Wasser, lassen das Töpfchen trocknen und setzen es wieder ein und schon können sie die nächste Runde saugen. Egal, was ihnen runterkleckert, es ist weg. Und alle Teppiche und Lattenböden sind sozusagen gerettet. Ne? Ja. Wie oft saugst du denn? Oh, alle 2 Tage, weil ich muss dazu sagen, dass auch unterm Bett, ich bin auch allergisch, was Staub anbelangt. Ja, ja. Und ich kann sonst nachts nicht schlafen. Ich kriege dann ganz dicke Augen. Ja. Und dank des guten Staubsaugers ist wirklich das alles passé. Dicke Augen sind nicht immer gut, meine Damen und Herren. Und deshalb kann ich nur sagen, Jana hat ihn gefunden. Sie liebt ihn mittlerweile. Ja. Sie hat einen zu Hause. Und ich habe ihn schon länger. Ich habe ihn schon seit Januar. Er ist einfach ein tolles Gerät. Und dann auch in diesem herrlichen Rot, die man ja von Schummi kennt. Ne? Ja, genau. Der kleine Flitzer. Ne? Ja, genau. Ja. So, jetzt sind Sie dran. Wollen Sie nicht auch hygienisch saugen und richtig gut? Dann machen Sie es mit uns. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis einfach unter 0180 51 51 3x2 oder auf www.pearl.tv und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.